Liebe Freunde und Zuhörerschaft und Zuschauerschaft von Hallo Meinung und die, die es noch werden wollen. Ja, wenn du Interviews machst im Kreise der Politik, dann ist es immer nicht ganz einfach. Die einen haben eine Belastung, Korruption, Verdachtsfall, Nüsslein. Die anderen Sympathien mit der Antifa. Die einen wollen die Reichen erschießen. Die anderen wollen die Gesellschaft umstülpen. Die einen haben einen völkischen Flügel. Sagst, oh, naja, da kannst du schon manchmal durchatmen. Ich versuche immer, und die Redaktion und das Team versucht immer, Leute zu finden, die nach menschlichen Ermessen etwas Gutes tun für die Bevölkerung dieses Landes. Und ja, für unser Dafürhalten ist einer davon Martin Hess. Martin Hess hat die Polizeihochschule Baden-Württemberg seinerzeit nicht besucht, sondern er war dort Dozent, also lange Zeit Polizist, und hat sich sehr demokratisch und verfassungsmäßig verhalten. Und das ist, so sehen wir jetzt noch der Fall. Und wir hatten ja im Vorfeld jetzt dieses Interview, was ihr gesehen habt. Und da ging es um eine Seite, die dem Linksextremismus zuzurechnen ist, und zwar in die Media. Und Martin Hess hat uns versprochen, dass wir darüber reden wollen, wie die Abstimmung im Bundestag gelaufen ist. Ja, es ist für mich schon erstaunlich, dass ein Verbot wieder abgelehnt wurde. Um es nochmal im Vorfeld zu sagen, es kommt auch im Interview rüber. Wir, das gesamte Team und meine Person und 99,9% unserer Zuschauer, alle anderen schmeißen wir raus, sind ganz klar dafür, jegliche Art von Extremismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus, religiös geprägte Straftaten, IS-Heimkehrer und Rückkehrer, wie es auch alles heißt, hat nichts bei uns verloren, hat nichts mit unserem Demokratieverständnis zu tun. Insofern ist es für mich ein Rätsel, wie eine Seite wie in die Media, die offen zum Mord auffordert, die Polizisten als Bullenschweine bezeichnet, wie CDU, CSU, wie die gegen den Antrag, in dem Fall von der AfD, aber ist mir parteipolitisch völlig wurscht, wenn es um Extremismus geht, völlig wurscht, wie hier abgestimmt wird über ein Verbot dieser Seite, und dass CDU, CSU sagen, nee, sie stimmen nicht dafür, dass die Seite aus dem Netz genommen wird und gesperrt wird. Ist mir ein absolutes Rätsel. Darüber habe ich mich mit Martin Hess unterhalten. Und wie gesagt, mir ist völlig wurscht, in welcher Partei er ist. Ich will über Dinge reden, die dem Land, die den Menschen gut tun. Und mein eindeutiges Votum für jemand fällt mir schwer, sei ganz offen. Schaut es euch mal an. Es wird offen darüber gesprochen. Und ich denke und ich weiß, ihr werdet genauso verwundert sein über das Ergebnis, wie das Team es ist und wie ich es bin. Seid gespannt. Sie wollen also in die Media verbieten. Was nervt Sie denn eigentlich so an dieser Seite? Frau Rüttrich, Sie haben hier in einer Art und Weise Linksextremismus relativiert und verharmlost. Das ist eine Vertreterin des Hohen Hauses unwürdig. Frau Rüttrich, Sie haben gefragt, was stört Sie an dieser Seite? Und ich werde Ihnen jetzt zwei Zitate bringen. Zitat 1, auf dieser Seite veröffentlicht. Ein aufgesetzter Schuss aus einer Gaspistole auf einen Nazi am Kopf oder am Herz ist sofort tödlich. Da braucht es keine Umstände, um legal oder nicht an scharfe Pistolen ranzukommen. Zweites Zitat bezieht sich auf Polizeibeamte. Die durch die Stadt streifenden Schweine sind für uns nichts weiter als verachtenswerte Subjekte, denen wir, solange wir die Mittel und die Selbstbestimmtheit dazu haben, ihre Streifenfahrt zur Hölle werden lassen. Das steht auf dieser Seite und das haben Sie gerade eben verteidigt. Schämen Sie sich! Ich habe nichts verteidigt. Ich habe lediglich zitiert, was auf dieser Seite ebenfalls steht. Sie mit Ihrem Antrag haben mich leider dazu genötigt, diese Seite, die mir ausgesprochen nicht gefällt, nochmal zitieren zu müssen. Und ich suche mir meine Zitate aus, die ich hier vorgetragen habe. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, jetzt haben wir den Betroffenen aus dem Bundestag, Martin Hess, Mitglied des Deutschen Bundestages. Ja, er weiß, von was er spricht. Er ist bei der Polizei in Baden-Württemberg gewesen, in einer Funktion, anderen Menschen zu lehren, was die Polizei zu tun und zu lassen hat. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung, lieber Martin Hess. Hallo, Peter Weber, grüße Sie.
Lieber Martin Hess, was nervt Sie denn so? Ich zitiere hier Susanne Rüttrich von der SPD. Was nervt Sie denn bitte an dieser Seite in die Media? Diese Seite ist die Nachfolgerseite von links unten in die Media, die ja vom BMI bereits verboten worden ist, weil dort in menschenverachtender Weise gegen politisch Andersdenkende gehetzt wird. Nicht nur das, dort wird zu Mord aufgerufen, dort wird zu massiver Gewalt gegen Polizeibeamte aufgerufen, damit Sie und Ihre Zuschauer mal ein Bild davon bekommen, was man dort alles lesen kann. Will ich ganz kurz zitieren. Ein aufgesetzter Schuss aus einer Gaspistole auf einen Nazi am Kopf oder am Herz ist sofort tödlich. Da braucht es keine Umstände, um legal oder nicht an eine scharfe Pistole ranzukommen. Also ein klarer Mordaufruf gegen Nazis, wobei man sich bitte nicht täuschen darf. Nazi ist aus Sicht dieser Linksextremisten jeder, der nicht die Meinung, die irre und verquere Logik und Ideologie dieser Linksextremisten teilt. Und dort steht zum Beispiel auch bezogen auf die Polizeibeamten, die durch die Stadt streifenden Schweine sind für uns nichts weiter als verachtenswerte Subjekte. Das steht dort, viele Aufrufe, viele Gewaltverherrlichungen mehr. Und vor allem dient diese Plattform auch der Antifa als Bekennerplattform. Dort wird regelmäßig publiziert, wenn Anschläge durchgeführt worden sind. Dort werden die eben ideologisch gerechtfertigt. Und jeder Demokrat kann eine solche Seite mit solchen wirklich menschenverachtenden, vor allem auch strafrechtlich natürlich relevanten Inhalten nicht dulden und nicht hinnehmen. Solche Seiten müssen in Deutschland vom Netz. Und genau darum ging es ja auch gestern bei dem Antrag, die In-die-Media-Seite zu verbieten. Zwei Dinge noch. Also einmal den Antrag, dass wir kurz darüber reden. Und ich muss sagen, ich habe mich im Vorfeld, ich kenne Herrn Hess, wir haben uns lange drüber unterhalten. Wir sind gegen jegliche Form von Extremismus, jegliche. Wir sind gegen Rechtsextremismus, Linksextremismus. Wir sind gegen religiös geprägte Straftaten, IS-Heimkehrer, wie auch immer. Wie lautete denn der Antrag? Und dann sprechen wir über die Abstimmung, wie es gelaufen ist. Wie lautete der Antrag? Herr Weber, ganz kurz, ich möchte das bekräftigen, was Sie gesagt haben. Ich bin 27 Jahre Polizeibeamter gewesen. Ich habe die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigt, auch auf der Straße, lange Jahre lang, auch in einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Das Gewaltmonopol liegt allein beim Staat. Und Extremismus ist in jeder auch nur denkbaren Form abzulehnen. Insofern trifft das 1:1 auch meine Position. Sie hatten jetzt nach dem Antrag gefragt. Der Inhalt des Antrages, da ging es darum, dass wir genau diese Internetseite verbieten wollten und dass wir durch den Einsatz technischer Mittel dafür sorgen, dass diese Internetseite entsprechend nicht mehr aufgerufen werden kann. Denn wenn dort die Antifa, und dabei handelt es sich eben nicht um, so wie unsere politischen Gegner immer behaupten, um eine Einstellung Antifaschismus, die ja jeder gute Demokrat haben müsse. Nein, bei der Antifa, und das beweist eben auch diese Hetzseite mit menschenverachtendem Inhalt, da handelt es sich um Schlägertrupps, die Jagd auf unseren Straßen auf politisch Andersdenkende machen. Und deshalb haben wir nicht hinnehmen oder können wir nicht hinnehmen, dass solche Inhalte ständig und immer veröffentlicht werden. Und von daher war es gestern für mich nicht nachvollziehbar, warum man diesem Antrag nicht entsprochen hat, der einen erheblichen Sicherheitsgewinn bedeutet hätte. Der ist gestern eben sowohl von der Union als auch von den Linken, den Grünen, der SPD und auch der FDP abgelehnt worden. Allerdings hat einen wirklich extrem befremdet das Verhalten der SPD. Also diese Form der Relativierung und Verharmlosung einer solchen völlig inakzeptablen Seite. Ich will es mal auf den Punkt bringen, Herr Weber. Sie hatten ja gesagt, wir sollen es kurz machen. Helmut Schmidt dreht sich im Grabe um, was mittlerweile aus seiner SPD geworden ist. Jetzt nehme ich mal mich als Privatmann. Jetzt höre ich das, mir ist die Partei, ist mir völlig egal jetzt. Ist mir völlig egal,
weil es gibt so viel, da kannst du dort und dort hinschauen, sondern der Bürger, der Mensch, der das hört. Und darum geht es ja unseren Zuschauern. Ich höre das, ich höre aufgesetzter Schuss, ich höre diese Bullenschweine und dann will ich sagen, okay, ich verlange im Landtag, so stelle ich mir das vor, ich verlange im Bundestag Demokraten, Menschen, die miteinander umgehen. Das kann doch von meinem Verständnis und lieber Hess auch Millionen andere Verständnis, Menschen, die denken in ihrem Verständnis, die sagen, das kann doch nicht abgelehnt werden. Wenn ich ich will keine Rechtsextremisten, ich will nicht so, dass der IS zu irgendwas aufruft, aber ich will auch keinen Linksextremismus in dieser Form, der es ja ganz deutlich ist. Es ist für den Bürger, ist es doch nicht mehr nachvollziehbar. Wissen Sie, was ich nicht begreife, Herr Hess? In der Presse lese ich nichts darüber oder im Fernsehen. Ja, das ist eben das Problem, das wir generell mit dem Linksextremismus mittlerweile haben. Ich habe ja schon hier verschiedene Reden dazu gehalten, schon effektive Maßnahmen vorgeschlagen, wie wir auch den Linksextremismus hier entsprechend effektiv bekämpfen können. Aber mit dem haben wir eben ein Problem. Während Rechtsextremismus, Islamismus als Problembereich klar erkannt ist, man im Islamismus natürlich immer noch zu wenig tut, aber dort tut man auf jeden Fall mehr, wie im Bereich Linksextremismus, ist der Staat eben auf dem linken Auge blind. Und das ist eben genau das Problem. Dort wird eben nicht überzeugend etwas dagegen getan. Und wir haben im Deutschen Bundestag auch Vertreter bestimmter links-grün-roter Parteien sitzen, die eben ganz offen nicht nur relativieren Linksextremismus, sondern sich ganz offen zur Antifa bekennen. Und das muss der Bürger eben auch wissen. Also das ist das Problem mit dem Linksextremismus. Während sich bei Rechtsextremismus und beim Islamismus alle einig sind, dass das nicht geht, dass das nicht verharmlost und relativiert werden kann, ist das beim Linksextremismus nicht der Fall. Und insofern stimme ich Ihnen zu, man hätte diesen Antrag annehmen müssen, weil er einen erheblichen Sicherheitsgewinn bedeutet hätte in Bezug auf die Bekämpfung des Linksextremismus. Über alle Parteigrenzen ist meine Meinung, hätte man es annehmen müssen. Ist dieser Antrag damit ein für alle Mal vom Tisch oder wie wird weiter damit umgegangen? Also er ist jetzt zunächst mal natürlich durch die namentliche Abstimmung, die hier erfolgt ist. Da kann sich jeder Bürger ein Bild davon machen, wenn er auf die Seite des Deutschen Bundestages geht bei den namentlichen Abstimmungen, wer hier sich verweigert hat. Er ist zunächst mal natürlich jetzt vom Tisch, aber ich kann Ihnen absolut versichern, dass ich mit meiner Kompetenz und mit meinen Kollegen selbstverständlich wir weiter daran arbeiten im Deutschen Bundestag mit neuen und weiteren Initiativen, dass der Linksextremismus hier entsprechend wesentlich intensiver und endlich auch mal effektiv, also höchst wirksam bekämpft wird. Das mag eine kleine Niederlage sein, aber das ändert nichts daran, dass wir an diesem großen Ziel weiter festhalten. Lieber Herr Hess, es ist eine Niederlage für die Demokratie. Es ist eine Niederlage für die Demokratie. Ich stehe jetzt völlig parteilos. Haben denn, letzte Frage, die jetzt spontan kommt, Mitglieder der CDU-CSU-Fraktion haben dagegen gestimmt. Habe ich Sie richtig verstanden? Man mag es kaum glauben, aber in der Tat, es ist so. Es wurde gegen diesen Antrag gestimmt, ja, von Seiten der CDU. Das heißt also, es wird öffentlich aufgesucht, du kannst eine Pistole, wenn du sie ansetzt, an Schläfe und Herz, brauchst du keine illegalen oder legalen Waffen, sondern das führt zum Tod, Bullenschweine. Und dieser Antrag ist abgelehnt worden, auch von der CDU-CSU. Mehr will ich gar nicht wissen. Dann ist das, ja, das zeigt ein Bild, wo wir gelandet sind. Und nochmal, mir ist die Parteipolitik ist mir völlig wurscht. Hier geht es um das Wohl der Bürger. Hier geht es um unsere Entwicklung. Und da ist mir das, was Sie tragen, ist mir dann wurscht. Sondern ich sage, lasst uns mit normalem Menschenverstand agieren. Und das ist zwingender notwendig denn je. Herr Weber, eins muss doch klar sein. Es gibt bestimmte Grundelemente einer Demokratie und eines Rechtsstaats. Ein wahrer Demokrat, der muss bestimmte Grundsätze verinnerlicht haben und zu diesen Grundsätzen gehört die absolute Gewaltfreiheit in der politischen Auseinandersetzung und das klare Bekenntnis, dass der Einzige, der ein Gewaltmonopol hat, der Staat sein kann. Wir dürfen die Gewalt nicht dem Mob auf der Straße überlassen und insofern ist es eben wirklich nicht nur sehr bedauerlich, sondern eigentlich auch sehr verstörend,
dass dieser Grundkonsens auch im Deutschen Bundestag immer wieder in Frage gestellt wird. Und die CDU-CSU, weil sie direkt danach fragten, die musste ja wirklich akrobatische Kunststücke hier vollführen, um diesen Antrag ablehnen zu können. Nichtsdestotrotz bleibt es falsch, diesen Antrag abzulehnen, weil er eine klare Grenze aufgezeigt hätte und eine effektive Maßnahme gegen den Linksextremismus gewesen wäre bei Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen. Dieses Interview hat bis nach München ausgestrahlt. Ich darf Ihnen sagen, aus der Gruft von Franz Josef Strauß kommt ein leichtes Erdbeben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, lieber Herr Hess. Das noch, lassen Sie uns trotz der Situation vieles doch, wir betrachten es souverän, wir müssen auch Optimismus verbreiten, obwohl München manchmal danach ist. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Passen Sie auf sich auf. Wir werden weiter berichten. Dankeschön, Herr Hess. Herr Weber, ich bedanke mich ebenso. Schönes Wochenende auch für Sie. Tschüss.